Hallo, ich bin Klaus Preuschow, Produktmanager Video bei der Firma Comline und ich habe heute einen Gast bei mir im Studio, das ist Johannes Borm, unser Marketingmann und auch ein ausgewiesener Videoexperte. Johannes, was tut sich auf der Fernsehlandschaft? Ja, Fernsehlandschaft, das ist das Stichwort. Gut, Joko und Klaas war ja eine der erfolgreichsten Sendungen der letzten Jahre. Irgendwie ist die Sendung in Ungnade gefallen, aber da haben wir natürlich jetzt ein neues Format entwickelt. Ich denke mir, das heißt Joe und Klaus. Die Video-Talkshow für Sie. Und von Video haben wir doch auch viel mehr Ahnung als die Jungs, denke ich, Johannes. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Anfang mal was mitgebracht. Das ist kein Ziegelstein, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Ja, ist eine Kamera von AJA. Hat ein relativ große Linse vorne dran, hat ein paar Anschlüsse hin dran, heißt RovoCam. Was macht die denn? Die kann filmen und ich habe sie einfach mal aufgebaut für dich. Guck mal, hier drüben steht sie bereits. Und da ist ja ein Kabel dran. Und da ist nur ein Kabel dran und das ist ein ganz normales Netzwerkkabel. Und das kann bis zu 100 Meter lang sein, das heißt, die Kamera kann ganz weit weg sein. Ich zeige mal, wo das hinführt. Wir haben da einen Konverter dran. Das ist die Rovo RX HDMI. Da geht das Netzwerkkabel rein. Da ist Strom dran, versorgt auch die Kamera mit Strom. Das Ganze kommt als HDMI-Signal da raus. Das sehen wir hier hinter uns, was dabei rauskommt. Und ich habe hier noch einen Anschluss für einen seriellen Port. Den werde ich mal so ein bisschen auf mein MacBook leiten, das ich hier am Start habe. Ja, das sieht hier ja so ein bisschen aus wie so Puppentheater. Hast du vor, eine Kindersendung mit der Kamera zu drehen? Ja, da kann man da bestimmt die RovoCam auch einsetzen. Augsburger Puppenkiste wäre super dafür geeignet, aber die Talente haben wir hier nicht als Spieler. Nee, wir waren vor einiger Zeit bei einer Kochshow, die wollten da bis zu 3 Kameras einsetzen und ich wollte einfach mal hier für euch dieses Szenario so ein bisschen simulieren und Comline hat ja nicht das Geld, jetzt hier gleich eine Kochshow aufzubauen und da habe ich mal ins Regal meiner Kinder gegriffen, um das mal vorzuführen. Das Signal scheint ja aus dem MacBook eher rauszugehen und dann über diesen Konverter auf den Bildschirm zu gehen. Da gibt es ein Signal oder ein Desktop-Symbol. AJA Rovo Control, wozu ist das da? Das ist so, in der Tat kommt hier das Signal raus, das Kontrollsignal und damit kann ich die Kamera steuern. Wenn die 100 Meter weg ist, dann steht da natürlich kein Kameramann dahinter. Ich muss die ja irgendwie steuern können für meinen Einsatz und das kann ich hier mit dieser kleinen Applikation. Die hat hier so verschiedene Möglichkeiten. Ich fange mal damit an. Hier sieht man, das ist hier kein HD, die RovoCam ist ein echtes 4K-Gerät, ist also eine lichtstarke, professionelle Kamera. Ich kann auch geringere Auflösungen hier einsetzen, aber wir arbeiten hier mal mit 4K. Ich gehe mal einen Kartenradar weiter. EPTZ, schon mal gehört? Nee, irgendwas mit elektronischen Picture. Elektronik, Pan, Tilt und Zoom. Viele wollen ja so eine Kamera schwenken, neigen und so weiter. Das haben die hier eleganter gelöst. Und zwar, indem sie einfach aus dem 4K-Signal HD ausstanzen. Das schalte ich einfach mal ein. Das seht ihr dann auch das Resultat hier auf dem Monitor. Jetzt habe ich gestanzt. Und ihr könnt ja auch sehen, ich kann jetzt hier mich in der Szenerie herumbewegen. Das heißt, ich kann auch so einen Schwenk über eine Szenerie machen. Das heißt, ich habe ein größeres Bild und dann suche ich mir zum Beispiel im Fußballstadion eigene kleinere Szenerien da aus. Oder jetzt hier in dieser Kochsituation den Teller oder irgendwas anderes. Genau. Das kann ich machen. Ich kann auch rein und rauszoomen. Das ist auch alles möglich. Ich kann die Kamera in vieler Hinsicht steuern. Und was auch interessant ist, ich kann sogar hier verschiedene Kamerapositionen bis zu 16 abspeichern. Das ist ja ganz praktisch in so einer Show. Ich habe hier zum Beispiel mal den Tisch, der wird dann sofort angefahren. Und wenn die dann wieder anfangen zu kochen, dann gehen wir einfach mal auf die 1 zurück und dann sind wir mitten am Kochherd.
zu kommen. Wenn ich verschiedene Kameras habe, dann erscheinen die wahrscheinlich da unten in der untersten Zeile. Genau, da kann ich bis zu 8 Kameras ansteuern, muss ich allerdings hier beim Computer noch ein USB-Hub zwischenschalten, in dem dann die ganzen seriellen Signale reinfließen sozusagen. Jetzt hast du natürlich noch eine andere Funktion, Kamera-Control, dann kannst du wahrscheinlich die Kamera irgendwie kontrollieren. Ja, da habe ich Möglichkeiten drin, wie was ich eben schon gezeigt habe, den Zoom, nicht? Ich kann aber auch hier den Fokus verschieben, ich kann hier die Belichtung ändern. Das habe ich alles mal auf Automatik gestellt. Aber selbst wenn es auf Automatik gestellt ist, habe ich hier noch Einflussmöglichkeiten. Ich kann, wie man das auch bei vielen Spiegelreflexkameras kennt, Licht aus Spot an, kennen wir noch von früher. Ich kann also hier auch eine Spot-Automatik einsetzen. Jetzt seht ihr, ist mein kleines Spotfeld da, wo die Küche ist, alles stimmt. Wenn ich jetzt woanders hin zum Beispiel meinen Belichtungspunkt da hinten auf den schwarzen Teppich verlege, dann wird es leider überbelichtet. Ja. Überbelichtet. Ja. Ja. Und so ähnlich sieht es aus, wenn wir das mal wieder in Ordnung bringen, so ähnlich sieht es hier aus, wenn ich jetzt den Spot für den Fokus einschalte, wenn ich auch hier auf den Teppich gehe, dann ist es vorbei mit der Schärfe im Kochstudio. Genau, da sollte man immer auf dem Teppich bleiben oder in diesem Fall nicht auf dem Teppich, sondern man sollte natürlich dort auf die Szenerie im Kochstudio-Bereich schalten. Ich bringe die Schärfe mal lieber wieder zurück. Also du siehst, man kann eine ganze Menge einstellen. Ich würde auch gern durch alle Sachen durchgehen, aber wir haben begrenzte Sendezeit hier, sonst kommt der Chef rein. Lassen wir es mal dabei, wenn es da noch Fragen zu gibt. Ne? Wir sind ja immer am Telefon erreichbar, denke ich. Was ist denn nun mit dem Thema Kochstudio? Hat denn nun die Firma diesen Konverter gekauft oder haben die was anderes dann gekauft? Ja, ich glaube mit Konverter, da lagst du schon gar nicht falsch. Nicht? Ich hatte ja gezeigt hier, der Konverter, der die Signale entgegennimmt und der ist ja nun leider HDMI und was sagen dazu die Profis? Wollen wir nicht so gerne, ne? Weil einmal ist nicht das Signal, womit unser Bildmischer arbeitet und vor allen Dingen kann man leider HDMI nicht synken. Ne? Und daran schien die Sache zu scheitern. Ne? Ja, also dann haben die das mit der Kombination dann gekauft, schätze ich mal. Auf jeden Fall die Kochstudio-Jungs. Nee, oder? Wollten die nicht, aber jetzt haben wir was. Wir haben einen neuen Konverter, der Rovo RX SDI. Ne? Und der hat jetzt die 4 BNC-Anschlüsse. Das freut den Broadcaster. Da haben wir hier auch Referenz-In für die ganze Geschichte. Und da kann man nur sagen, Kochstudio-Leute, schlagt zu. Es ist alles da. Das Gericht ist bereitet, kann man sagen. Also mir fallen natürlich noch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten ein mit dieser Kamera. Die eignet sich natürlich dann auch, wenn man verschiedene Kameras oder mehr Kameras einsetzt. Ideal für Fußballübertragung, für jede Art von Konzertübertragung oder natürlich auch ein großes Feld OP-Übertragung. Also es gibt da genügend Universitäten, die das machen wollen. Oder das, glaube ich, sind alles gute Geschichten, weil man überall die Kamera so ein bisschen weghaben will. Und hier mit unserer Ein-Kabel-Geschichte kann man die eben fernsteuern. Und da ist die Kamera gut einzusetzen. Johannes, aber heute will man ja nicht nur Fernsehen senden, ne? Das Stichwort heißt OTT, over the top. Wir sind ja alle etwas over the top. Das heißt, wir wollen ins Internet streamen, wir wollen auf YouTube vertreten sein, wir wollen auf Facebook vertreten sein, wir wollen live senden. Kann man dazu noch was sagen? Da möchte ich fast mit Howard Carpendale sagen, hello again. Ich würde das anders aussprechen. Ich würde sagen, hello again. Okay. Ich habe gehört, da gibt es ein neues Produkt von AJA. Zeigst du das heute? Oder? Da müsst ihr wieder einschalten, wenn es heißt, in einem Monat Hello again mit Joe und Klaus bei der Videotalkshow von Comline. Wir sehen uns. Ciao. Thank you.